Was geht ab, ihr Penisse und Vaginas? Der Überking ist back, fresh aus dem Urlaub in Ägypten. Ich habe mal eben Kleopatra weggescheppert. Währenddessen hat ihr Johann Weber das Arschloch geleckt und mein Hodensack hat geschmeidig sein Kinn massiert. Guten Freunden gibt man doch ein Eierkinn. Ich hoffe, zukünftig werden jetzt keine Cypher-Update-Videos mehr ausfallen. Das war jetzt nur eine Ausnahme, hoffe ich. Außer es kommt jetzt wieder irgendein Huso um die Ecke, da muss ich den natürlich eben kurz wegschlachten. Aber ansonsten müsste jetzt eigentlich alles nach Plan verlaufen. Danke Merkel, danke Merkel, danke Merkel. Oh, sag danke Merkel, danke Merkel, danke Merkel. Auf dem letzten Platz diese Woche haben wir Fortune. Und was mir nicht an seiner Runde gefallen hat, ist die Audioqualität. Das klingt im Vergleich zu den anderen dreien leider nicht so wirklich professionell, aber trotzdem ist das seine zweitbeste Runde, finde ich. Was mir gefallen hat, war der Inhalt, die Lines, der Humor und die Hook. Ich würde gerne ein paar Lines zitieren, die ich gefeiert habe, aber er erreicht natürlich nie seinen Text ein, deswegen geht das nicht. Ich finde aber, dass Fortunes Runde die geilste Message hat. Irgendwas ist scheiße in der Welt und wer ist schuld? Angela Merkel. Es ist ja tatsächlich so, dass man ihr absolut alles in die Schuhe schiebt. Insgeheim ist sie sogar die Gründerin von ISIS. Das wurde sogar ganz offensichtlich im Namen versteckt. Die Gründerin von ISIS ist sie. Ja, die Rechtschreibung ist nicht ganz so gut, aber man muss zu deren Verteidigung auch sagen, dass Terroristen halt auch wesentlich besser im Sachen in die Luft springen sind als im Deutschunterricht. Naja, ich schweife etwas vom Thema ab. Bei der letzten Runde war der Beat voll geil, die Hook übergeil, es war Kopfnicker-Shit vom Feinsten und es ging voll ab. Diese Runde ist insgesamt auch sehr gelungen, aber die anderen diese Woche sind halt einfach ein bisschen besser und das Video ist richtig AIDS. AIDS. Und ich meine nicht alles ist die Sekte, sondern das Endstadium von HIV. Trotzdem ist es Fortune, wie ich mag, und deswegen gibt es Fortune-Bonus. Das mache ich jetzt, weil mir nichts Besseres einfällt und es sowieso scheißegal ist, wie ich ihn bewerte, weil er extrem weit hinten liegt und so kommt er wenigstens noch auf solide 20% Bonus. Und damit heißt es, auf Wiedersehen Fortune. Time to say goodbye. Heute werde ich rich, als wär ich der Sohn von Steve Jobs. Heute werde ich rich und kauf mir von Brady Cops. Ich bring's raus. Platz 3 diese Woche ist Drop Dynamic. Und ich fand nicht, dass es seine beste Runde war, aber ich fand, dass es flowlich seine stärkste Runde bis jetzt ist und er hatte das beste Konzept diese Woche. Ich fand es ziemlich cool, dass er diesmal zwei Charaktere spielt. Genau bei der Hälfte des Videos dachte ich nämlich, joa, jetzt ist eigentlich auch mal gut mit dem reichen Gelaber und genau dann kommt der Switch zum Penner-Rap. Auch videotechnisch ist das Ganze mal wieder sehr schön umgesetzt und ich finde das auch von der Grundidee gut, dass ihm der Lottoschein da aus der Tasche fällt. Schön, wie ihn das Karma richtig schön in den Anus gefickt hat, weil er so ein Arschloch gewesen ist. Kleiner Kritikpunkt am Video ist nur, dass ich es ein bisschen schade finde, dass der Klischee-Deutsche, der ja mittlerweile schon Legendenstatus erreicht hat, zwar eine kleine Rolle bekommen hat, aber er leider nichts zu sagen hat. Bestes Video kann Drop diese Woche leider aber auch nicht holen, weil die Konkurrenz da visuell mehr rausgeholt hat. Also alle außer Fortune. AIDS. Musik steht aber natürlich im Fokus und das ist diese Woche auch extrem hart, was die Konkurrenz angeht. Er hat weder die beste Hook noch den besten Flow, obwohl er flowtechnisch ziemlich gut ist. Besten Beat sehe ich hier auch nicht, zum Abschied gibt's aber nochmal Tittenbonus. Und er hat wieder mal ein paar richtig fette Reime, also technisch der Beste diese Woche. Aber jetzt heißt es, auf Wiedersehen Drop Dynamic. Time to say. Auf Platz 2 haben wir Damon und ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass er eigentlich Demon geschrieben wird. Bei jeder Scheißbewertung stolper ich über diesen Scheißnamen. Kannst du dich nicht einfach Damon schreiben oder Daimann oder meinetwegen auch Deichmann? Das würde einiges erleichtern, wenn du einen Namen hättest, der tatsächlich so ausgesprochen wird, wie er geschrieben wird. Ich meine ja nur. Aber ich schweife mal wieder ab. Deichmann hat mal wieder ein ziemliches Brett abgeliefert. Was verwunderlich ist, weil Deichmann eigentlich dafür bekannt ist, Schuhe zu verkaufen. Aber im Sortiment gibt es wohl seit neuestem auch Bretter. Damon hat die beste Punchline diese Woche. Green ist ziemlich einsam, glaubt mir. Der Hurensohn hat Angst, denkt sich Grinch aus, damit er jemand Bruder nennen kann. Ich habe die Line extrem gefeiert, weil Green ja andauernd überall schreibt, dass Grinch Hill sein Bruder ist. Videotechnisch ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gary Washington. Ich finde, das von Gary hat mehr Style und das Auto kommt extrem fett, aber durch mehr Locations, Drohnenaufnahmen und generell mehr Aufwand, bei gleich guter Qualität, gebe ich hier Damon die 10% für das beste Video. Was ich bei Damon diesmal nicht so gefeiert habe, ist die Hook. Da hat er auf jeden Fall schon besser in den letzten Runden, besonders Banana und seine Qualifikation. Aber insgesamt geht seine Runde am meisten in die Fresse und er hat am meisten Flow-Variationen in seinen Parts. Von Damon müssen wir uns nicht verabschieden. Jeder liebt den Shit, wir haben den dopsten Flow forever. Bitches ziehen sich aus wie bei wolkenlosem Wetter. Patronen hier im Lauf für die monotonen Rapper. Rapper wollen Frieden, Total War wäre besser. Gary Washington hat den krassesten Style, Green hat für die krasseste Hook diese Woche gesorgt, den Beat habe ich todes gefeiert und es ist einfach das beste Gesamtprodukt. Einziger Kritikpunkt ist der Double Time von Green. Das ist die schwächste Stelle im Song. Die 8 Zeilen danach sind um einiges besser vom Flow und dabei hätte er es belassen sollen, finde ich. Ansonsten ist das Ganze eine
absolute Style-Bombe und der beste Song diese Woche. Ich finde auch, dass das komplett mit Deutschrap mitficken kann. Die Runde hat durchaus einen gewissen Hype, aber ich sehe das aus musikalischer Sicht noch um einiges krasser als es ist. Die Entfernung zu Leuten wie Casey Rebel, Shindy oder wer auch immer gerade so verkaufsstark in den Charts unterwegs ist, sollte gar nicht mehr so astronomisch groß sein, finde ich. Wahrscheinlich wird es noch ein paar Jahre dauern, bis die endgültige Akzeptanz erreicht ist, aber wenn man aktuelle Cypher-Runden mit dem JBB 2012 vergleicht, dann hat sich richtig was getan. Das sieht man an solchen Runden wie dieser hier besonders gut. Es wandelt sich immer mehr zu professionellen Rappern mit professionellen Produkten. Morgen kommen Kriegs, Juri ist von seinem Platz im Viertelfinale zurückgetreten, er hat aber zum Glück rechtzeitig Bescheid gesagt und deswegen konnte Sensa noch schnell für ihn einspringen. Juri ist trotzdem als Feature-Gast in der Runde, aber Sensa wird ihn jetzt ablösen. Dann haben wir noch Johnny Dixon und Grinch Hill.